So, hier sind wir wieder. Heute wollen wir eine Sicherheitshausschlacht machen. Es ist ein Security Battle. Hä? Security Battle? Klingt lustig. Hier sind die Regeln. Ich baue mein Sicherheitshaus und du musst einen Weg hineinfinden. Verstanden? Yep, okay. Okay, dann werde ich jetzt meine Security aufbauen, während du dir irgendwo die Zeit vertreibst. Okay, ich bin weg. Tschüss! Jetzt, wo Mikey weg ist, muss ich anfangen, ein paar Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Mal sehen. Zuerst möchte ich einen Dispenser benutzen. Ich denke, einen Dispenser mit ein paar Sprengladungen. Ich baue die mächtigste Falle der Welt. Wie soll ich das machen? Ich werde sie sehr lang machen. Das ist wahrscheinlich gut. Wir bewachen den Eingang des Hauses so. Und ich wandle alle Blöcke in Dispenser um. Einfach so. Gut. Jetzt muss ich diese Dispenser mit Sprengladungen aufladen. Und obendrauf werde ich die Steindruckplatten auslegen. In dem Moment, in dem er auf diese Falle tritt, werden die Feuerladungen unter dem Boden freigesetzt. Jetzt müssen nur noch die anderen Dispenser gefüllt werden. Perfekt. Was ich als nächstes tun muss... So, fertig. Das ist voll mit Feuerladungen. Wenn du da drauf trittst, wirst du sofort in Flammen aufgehen. Das ist eine unglaublich mächtige Falle. Wow, wirklich mächtig. Jetzt möchte ich die erste Falle mit einem Infrarot-Laserzaun umgeben. Etwa so. So kann es bleiben. Einfach so. Na gut, ich bin fertig. Ich nenne es brennender Boden. Angenommen, Mikey schafft es bis hierher, dann sollte ich ein weiteres Sicherheitssystem bauen. Ich baue hier ein Haus. So. Ich mache ein langes, schmales Haus. So. Ja. Und so. Mit dieser Falle nehme ich Mikey gefangen und sperre ihn in ein Haus mit einem Haufen Zombies. Noch ein bisschen mehr? Ich baue das Gebäude ungefähr so hoch. Zuerst fertige ich den Grundrahmen an. Dann überziehe ich das gesamte Gebäude mit richtig dicken Blöcken aus gehärtetem Glas. Gut, gut. Und jetzt baue ich ein Gerät, das Mikey einfängt. Ungefähr so. Was ich jetzt brauche, ist Redstone. Und ein paar Steindruckplatten. Vielleicht so. Indem ich die Druckplatten hier anbringe, kommt er, selbst wenn er versucht, nach draußen zu kommen, nicht raus, weil sich die Tür vor ihm schließt. Ich werde auch eine auf der anderen Seite anbringen. Auf diese Weise, ich verlege hier Redstone und Druckplatten. Wenn er erst hier drin ist, wird das hier aussehen wie ein Schalter, um die Druckplatten zu deaktivieren. Aber es ist eine weitere Falle. Vielleicht hier? Genau hier. Ich werde hier einen Hebel anbringen. Es scheint ein Hebel zu sein, der dich nach draußen lässt, aber in Wirklichkeit ist es etwas ganz anderes.
Etwa so. Wie das hier? Hier ist eine Redstone-Lampe. Hier auch? Hier, lieber Stein. Und da? Gut, als nächstes. Genau hier installiere ich einen Dispenser. Die Zombie-Spawn-Eier werden hier drin erscheinen. Ich denke, 5 werden reichen. Fertig! Die Falle, mit der Mikey in ein Haus mit Zombies gesperrt wird, ist fertig. Ich stelle noch Laser auf, um sicherzustellen, dass er auf Kurs bleibt. So. Und nun der nächste Schritt. Wenn ich an Sicherheit denke, denke ich an Lava. Ich mache einen Lavafluss. Nur für den Fall, dass Mikey an der Security vorbeikommt, werde ich ihn hierhin machen. Gut, der Lavafluss ist fertig. Ich werde ihn hineinführen. So, wieso habe ich mich also für einen Lavafluss entschieden? Damit ich hier eine Brücke bauen kann, die eigentlich eine Falle ist, die nur aussieht wie eine Brücke. Und dann... Der Lavafluss und die Brücke sind endlich fertig. Jetzt möchte ich hier eine Art Falle aufstellen. Was sollte ich noch machen? Ich könnte so etwas wie den Stolperdrahthaken für die Falle benutzen. Ich mache einen Stolperdrahthaken hier und hier. So, und sobald ich das gemacht habe, kann ich es mit diesem Seil vervollständigen. Dadurch wird die Falle aktiviert. Ich sollte sie weiter nach oben packen. Irgendwo hier. Okay, jetzt installiere ich einen Befehlsblock, der diese Brücke in eine unendliche Zeitschleife verwandelt. Sobald ich das getan habe, programmiere ich den Command-Block und er ist fertig. Als nächstes bedecke ich, um die Haken weniger auffällig zu machen, die Einkerbungen mit ein paar grauen Teppichen. So wie hier. Nice! Damit ist die unendliche Zeitschleifenbrücke fertig. Mikey wird für immer auf dieser Brücke gehen. Oh, ich habe vergessen, die Schnur aufzuziehen. Gut, dass ich daran gedacht habe. Fertig. Als nächstes nehmen wir an, Mikey überwindet das Magma und die Zeitschleife. Muss ich mit dem Bau meines Sicherheitshauses beginnen. Ich möchte mein Sicherheitshaus irgendwo hier bauen. Zuerst brauchen wir eine Treppe. Gut, ich möchte die Treppe hinaufgehen. Wenn man über Security nachdenkt, ist es besser, hoch über dem Boden zu sein. Ich bin schon ziemlich hoch. Das sollte genug sein, um mit dem Bauen aufzuhören. Jetzt muss ich nur noch ein paar Säulen bauen. Hier baue ich mein Sicherheitshaus. Wenn er es nach drinnen schafft, dann verliere ich. Ich muss eine Falle aufstellen, die ihn mit Sicherheit aufhält. Das ist mein letzter Ausweg. So, das ist gut. Ich habe ein sehr einfaches Fundament gebaut. Jetzt werde ich anfangen, mein Sicherheitshaus aus Eisenblöcken zu bauen. Etwas wie das hier? Gut. Okay, das ist mein Sicherheitshaus. Zeit, ein paar Sachen hinzuzufügen. Ich brauche hier eine Tür. Diese Tür nehme ich, damit der Eingang nicht sichtbar ist. Diese dunkle Eichentür. Ich baue sie hier hin.
Dann werde ich hier ein paar Druckplatten anbringen, um eine automatische Tür zu schaffen. Es gibt tatsächlich einen Grund, warum ich sie automatisch mache, obwohl es ein Sicherheitshaus sein soll. Das soll ein falscher Eingang sein. Hier kommt der richtige Eingang hin. Ich brauche zwei Schilder und ein Gemälde. Etwa so. Zuerst stelle ich das Schild auf. So. Jetzt brauche ich ein Schild darüber. Wenn ich mich hinhocke, kann ich ein Schild auf das andere Schild legen. So. Jetzt platziere ich das Bild. Fertig. Der eigentliche Eingang ist also hier. Auf diese Weise ist es einfach, eine versteckte Tür zu machen. Mal sehen. Ich grabe genau hier ein Loch, wo Mikey reinkommt. Genauso. Mikey wird ahnungslos durch die Tür gehen und durch das riesige Loch fallen. Als nächstes stelle ich ein paar Möbel ins Innere. Ich glaube, ich lege hier einen Schatz hinein. Gut so, gut. Wenn Mikey dann fällt, muss ich einen Weg finden, ihn zu fangen. Hier, ich baue ein Glasgefängnis, in dem Mikey am Ende eingesperrt sein wird. So. Also, ich nehme Eisenstangen, um den Rest des Gefängnisses zu bauen. Okay, fertig. Was noch? Ich mache noch den Eingang. Es ist eine Eisentür. Ich sollte sie so machen, dass sie sich nur von außen öffnen lässt. Wenn Mikey jetzt hineinfällt, besteht die Möglichkeit, dass er durch den Sturz stirbt. Ich sollte den Boden aus Schleim machen, dann erleidet er keinen Damage, wenn er fällt. Selbst wenn er von ganz oben fällt, boing, wird der Schleim den Sturz abfangen. Okay, fertig! Ich bin endlich mit dem Bau meines Sicherheitshauses fertig. Ich glaube, es ist Zeit, Mikey zu holen. Hey, Mikey. Bereit? Yep, ich bin fertig. Gut gemacht. Oh, ich habe mich auch vorbereitet. Schau mal. Das hast du? Tada, 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 tada. Ich habe eine Rüstung gemacht. Wow. Das gewinne ich sicher. Du hast also Diamanten gesammelt und eine Diamantenrüstung hergestellt, hä? Genau. Ich besiege dein Sicherheitshaus. Bereit? Bereit. Du musst an meiner Security vorbei. Siehst du das? Dein Ziel ist es, zu meinem Sicherheitshaus am oberen Ende der Treppe zu kommen. Und jetzt, los geht's! Ist das Battle, JJ? Was machst du zuerst? Ja, ich komme, egal was. Ich brenne! Hilfe, Hilfe! Warte, was ist hier los? Was ist denn Mikey, das? Das ist der brennende Boden. Die Flamme kommt von unten. Ich habe keine andere Wahl, als durchzulaufen. Oh, Mikey, du hast dich durchgeboxt. Gut gemacht, Mike. Bin ich froh, dass ich mich gut darauf vorbereitet habe. Ich habe es sicher überstanden. Oh nein, ich muss hier schnell durch. Was ist das denn? So, okay. Du bist schnell, hä? Warte, was ist hier los? Oh nein, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Hey, wie komme ich hier raus? Es hat geklappt. Wie kommt es, dass du rauskommen kannst, aber ich nicht? Nun, Mikey, dies ist dein Mikey-Funkgerät. Du wurdest gefangen genommen und kannst nicht entkommen, egal was passiert. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Was? Ich weiß, JJ. Es muss doch einen Weg nach draußen geben. Das ist ziemlich schlau von dir. Gib dein Bestes. Oh, ich wusste es. Sieh mal, hier ist ein Hebel, den kenne ich. Wenn ich ihn ziehe, komme ich raus, genau wie du. Die Sache ist die, ich glaube, du wirst es bereuen, wenn du den Hebel benutzt. Passt schon. Ich werde es nicht bereuen. Ich bin vorbereitet. Ich trage eine Rüstung. Okay, ich ziehe es. 3, 2, 1. Hat es geklappt? Da sind Zombies! Ich kann nicht raus! Mikey? Ich bin hier drin gefangen! So ein Pech für dich. Das war ein Zombie-Generator. Was? Das gibt's doch nicht! Aber Mikey, du wirst es schaffen, weil du die Diamantenrüstung trägst. Du wirst es überleben. Warte, warte! Viel Glück! Nein, ich kann nicht! Du zerstörst die Druckplatten? Ich will die Druckplatten zerstören, aber die kleinen Zombies sind zu schnell!
Dann musst du die kleinen Zombies besiegen. Ich versuch's. Sie sind viel zu stark. Es tut mir leid, dass diese kleinen Zombies aufgetaucht sind. Die sind wirklich zäh. Sind sie? Und sie scheinen nicht müde zu werden. Wow. Ja. Die Kleinen sind endlich weg. Oh Mann. Ich dachte, ich käme raus. Komm ein bisschen näher. Wenn du sie weglockst, hast du vielleicht eine Chance. Ja. Du hast es. Bitte. Ah! Ich bin ziemlich knapp dran. Wirklich knapp. Na los. Ich mache das und dann verschwinde ich. Diesmal hast du es geschafft. Ich hab's fast. Hey, ich hab es geschafft. Wahnsinn, du bist frei. Ich bin rausgekommen. Oh, eine Brücke. Ich kann entkommen. Ach, Mikey. Hä? Was? Was war das denn? Warte. Mikey, du wirst merken, dass die Brücke eine Menge Ärger mit sich bringt. Hä? Wie? Was ist das? JJ ist genau da, hä? Was zum... Ich hab's. Was? Ich sehe ein Kabel. Ich wusste, du wirst es schaffen. Ich mach das. Oh nein, er hat es geschafft. Weißt du... Das ist einfach. Ich sollte schnell los. Warte. Perfekt. Ich schleiche mich hier durch. Ich bin hinter dir. Okay. Mikey. Du bist ziemlich weit gekommen, Mikey. Hier gibt es keine Sicherheitsvorkehrungen. Warum? Wenn du dieses Haus betrittst, habe ich verloren. Was? Aber es ist doch nur eine Tür, hä? Irgendwas Komisches geht hier vor. Was ist es? Da ist doch nichts. Ich frage mich. Wenn ich mich hineinstimme, wird es mir gut gehen, oder? Okay, ich bin gut vorbereitet. 3, 2, 1, los! Was zum... Ich habe es geschafft! Was ist passiert? Oh, Mikey. Es gab nur die eine Tür. Nun, die Wahrheit ist, dass die Eichentür eine Falle war. Ich habe den echten Eingang mit einem Gemälde getan. Ich kann es von hier aus nicht mal sehen. Nun, Mikey. Ich hab verloren. Meine Security war erfolgreich. Eine komplette Niederlage. Ich dachte, ich hätte mich genug vorbereitet. Das muss ich dir lassen. Du hast es durch die anderen Fallen geschafft. Also lasse ich dich frei. Oh, danke. Du hast ein tolles Sicherheitshaus gebaut, JJ. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Das stimmt. Und es war auch hart. Da haben wir es, Leute. Wir hatten eine Security Battle. Und irgendwie konnte ich Mikey am Ende besiegen. Obwohl Mikey sich ziemlich gut geschlagen hat. Ich hab mein Bestes gegeben und ich war gut vorbereitet. Wenn du dieses Video interessant fandest, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und einen Like zu hinterlassen. Bitte tu das. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.